Hallo, lieber Akada-Freunde, ich melde mich nochmal mit einem Update. Es hat sich so viel getan seit gestern. Ich bin unentwegt dabei, Videos zu produzieren. Für die Video-Flatrate-Leute, die gebucht haben auf unserer Homepage www.akada-club.de, gibt es jede Menge Updates und die möchte ich euch hier nochmal vorstellen, weil wir so spannende Sachen gemacht haben. Wir haben mit den Smart Objects zum Beispiel dieses Schild, dieses Kaffeeschild, ein bisschen verändert an die Wand geklatscht, hier mitten in dieser schönen alten Altstadt. Das alles zeige ich euch in der neuen Folge zu den Smart Objects. Dann gibt es zu Pixelmator Pro noch ein Update, denn es gibt die Kurzbefehle ja auf macOS, die wir schon vom iPad und iPhone kennen. Und mit diesen Kurzbefehlen lassen sich zum Beispiel im Finder schnell Aktionen erstellen. Zum Beispiel könntet ihr einfach ein Bild anklicken mit einer Schnellaktion, das verbessern mit diesem Machine Learning Algorithmus und dann automatisch auch speichern. Dazu müsst ihr also nicht das Bild erst in Pixelmator Pro laden, dort verbessern, dann wieder abspeichern, exportieren, sondern mit einem Kurzbefehl kann man das ruckzuck ins Menü einbinden und dann gilt das für alle Bilder, die man zukünftig auf dem Finder oder irgendwo in den Verzeichnissen hat. Rechte Maustaste drauf, Schnellaktion auswählen, Bild verbessern, zack, fertig ist das Ganze. Und es sieht auch noch richtig gut aus. Das erklären wir also auch im nächsten Teil zu Pixelmator Pro. Teil 50 ist das mittlerweile, mit einer der umfangreichsten Kurse, die wir hier haben. Und Pixelmator kann wirklich tolle Sachen. Was wir da alles zeigen in den Kursen, ist wirklich atemberaubend. Dann haben wir uns nochmal mit Schriften und Pinseln beschäftigt und eine schöne Cocktailkarte kreiert. Da zeige ich euch, wie man kleinen Schatten nachträgt unter Objekte setzt. Und natürlich haben wir wieder mit den Pinseln tolle Effekte gemacht. Alles das auch in diesem Teil. Und da gibt es direkt noch einen Teil. Da zeigen wir nämlich, wie wir mit einem Pinsel die Strichstärke verändern können und damit so eine geschwungene und geschnörkelte Schrift nachzeichnen können bzw. ergänzen können. Ja, und damit eine schöne Einladungskarte kreieren. Zumindest ein Template, wo ihr zukünftig dann nur noch den Namen reinschreiben müsst. Also da habt ihr die Möglichkeit, eine schöne Geburtstagskarte zu entwickeln. Und die Smart Objects, die erfahren auch gerade Updates. Wir zeigen zum Beispiel, wie man diese lustige Wohnung hier individuell anpasst, wie man zum Beispiel ein anderes Fernsehbild da reinsetzt, ein anderes Bild an die Wand setzt, sogar den Hintergrund, die Landschaft austauscht. Da könnt ihr euer Urlaubsfoto zum Beispiel reinsetzen oder sogar ein Video. Und das ist dann im nächsten Teil erklärt, wie man das mit der kostenlosen Software iMovie machen kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Da gibt es ein paar Tricks zu beachten. Ja, da ist wahrscheinlich sogar ein Bug in iMovie, aber ich zeige euch, wie das Ganze umgeht und dann tatsächlich ein eigenes Video in den Hintergrund setzen könnt oder ein Unwetter aufziehen lassen könnt, wie wir das hier zeigen. Also alles das gibt es gerade als Updates auf www.akada-club.de für die Käufer der Video-Flatrate. Also es lohnt sich, da reinzuschauen. Es wird auch noch weiter produziert. Aber auch für die YouTube-Leute haben wir einige kostenlose Versionen wieder online gestellt. Schaut euch mal an. Spaß mit Peer in der neuesten Folge mit den Montagsmaler. Wunderbar, eine Unterhaltung, die man gerne bei so einem grauen Tag auch spielen kann, mit mehreren Leuten im Netzwerk nämlich. Und ich sag euch, das sorgt echt für Spaß und ist sehr, sehr witzig. Also auch bei YouTube werden wir weitere Videos veröffentlichen. Das wird also auch nicht langweilig. Aber die richtig umfangreichen, tollen Tutorials, mit denen ihr richtig tolle Sachen machen könnt mit euren Programmen, die gibt es dann tatsächlich auf der Clubseite. Schaut gerne mal vorbei und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß hier im Arcada Club.